Nach der langen auswärtigen Vorbereitungsphase und den Trainingslagern sind wir jetzt endlich wieder zurück in Bad Nauheim. Am Sonntag ist das große Stadionfest gestiegen und wir haben einen super Gewinn gegen den Herner RV erreichen können. Heute haben wir uns mit Mannschaft und Geschäftsstelle zum Medientag getroffen und alle Fotos für die Social-Media-Kanäle wie Homepage, Facebook und was es so alles gibt gemacht. Nico Kolb noch geschnappt. Nico, dein Tag ist heute etwas länger. Was sagst du dazu? Ist das eine coole Sache oder eher die Schattenseite von deinem Beruf? Ja gut, ich bin ja noch nicht so lange Profi. Ich habe sowas dementsprechend noch nicht so oft gemacht. Deswegen eigentlich schon eine coole Sache. Aber ja, das zieht sich halt dann alles immer ein bisschen. Irgendwann wird es schon anstrengend, aber an sich eine coole Sache. Im letzten Vorbereitungsspiel konntest du ein Tor und eine Vorlage für dich verbuchen. Geht das jetzt so weiter? Ja, würde man sich natürlich wünschen oder würde ich mir natürlich wünschen, aber ja, mal gucken, ist ja noch die Vorbereitung, aber tut natürlich schon gut, wenn es gleich ein bisschen läuft. Am kommenden Wochenende trefft ihr mit Heilbronn auf den direkten DL2-Liga-Rivalen und tretet wieder in Herne an. Wie schätzt du diese Spiele ein? Ja, ich kenne jetzt die Mannschaft von Heilbronn nicht wirklich, aber ich denke, die werden auch wieder ein direkter Konkurrent von uns sein. Deswegen ist das, glaube ich, ein guter Test. Und Herne, ja, ist zwar eine Oberligamannschaft, aber ich glaube, man hat beim Heimspiel gesehen, wenn wir mal kurz unkonzentriert waren, dass sie auch gleich zwei Tore gemacht haben. Und ja, mal gucken dann. Ich denke, das wird einfacher, das Spiel gegen Herne, aber wir müssen da trotzdem da sein. Nach den Ausflügen nach Düsseldorf und Villach seid ihr jetzt wieder in Bad Nauheim und trainiert auch schon wieder hier. Wie ist das Gefühl, nach Hause zu kommen? Ja, es ist natürlich, also ich finde es natürlich besser, zu Hause zu trainieren. Man hat seine Abläufe, es ist alles gewohnt, man hat keine langen Fahrten, man hat immer das gleiche Eis, kann sich daran gewöhnen. Also ist natürlich besser, hier zu sein. Nach dem Ende der letzten Saison wurdest du von der Wetterauer Zeitung als Typ Arbeiter beschrieben. Körperlich stabil, du lässt dir nichts gefallen, mit Ups und Downs, aber du bist noch in deiner Entwicklung. Wie siehst du das? Schätzt du deine Spielweise vielleicht anders ein? Ja, ich denke, das kann man schon so unterschreiben. Ich bin jetzt meiner Meinung nach kein reiner Arbeiter. Ich habe auch ein gutes Auge, kann gute Pässe spielen und bringe auch Bucks zum Tor, aber in erster Linie natürlich muss jeder Spieler erstmal arbeiten. Ja, jetzt geht die Saison wieder neu los. Hast du richtig Feuer? Freust du dich auf die neue Saison? Ja klar, freue ich mich auf die neue Saison. Ich hoffe, ich spiele die Saison ein bisschen mehr wie letztes Jahr, kann ein bisschen mehr zeigen und ja, ich bin heiß. Ja, dann freuen wir uns genauso wie Nico jetzt auf die kommende Saison und die nächsten Vorbereitungsspiele. Es geht ja jetzt weiter, Freitag gegen Heilbronn. Wir sehen uns auf jeden Fall in der Halle und nächste Woche wieder zur nächsten Folge Bodycheck.